Hi, die Urlaubssaison hat begonnen. Das heißt, Berlin, Brandenburg sind schon in den Sommerferien. Jetzt kommen so nach und nach alle Bundesländer und ganz zum Schluss, wie so häufig, Baden-Württemberg und Bayern, die Ende Juli dann erst in die Sommerferien gehen. Was braucht ihr in eurem Gepäck? Natürlich Spiele. Hier sind meine 13 Empfehlungen, die in jeden Koffer eigentlich hineinpassen. Viel Spaß damit. Ja, da bin ich wieder, Christoph, auf dem Videokanal der Brettspielbox. Ich habe die 13 ausgewählten Spiele in 5 Rubriken gepackt. Locker leicht, gesellig, zu zweit, klassisch und anspruchsvoll. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Spiel für euch dabei ist. Locker und leicht, da braucht man nur einen Blick auf die Nominierungsliste zum Spiel des Jahres zu werfen. Und ja, da wird jeder jetzt wissen, worüber ich spreche. Das spuckende Tier, Lama, kann man, glaube ich, überall mit hinnehmen. Ist ein tolles Spiel, was man auch mit Kindern spielen kann. Tolles Spiel aufgrund des Einfachheitsgrades, der Null-Einstiegshürde, um das Ding zu spielen. Mir ist es manchmal zu seicht, aber für ein Spiel oder für eine Partie zwischendurch eigentlich super geeignet. Dürfte auch, wenn man irgendwo mit Leuten zusammen ist, die vielleicht nicht die eigene Sprache sprechen, sehr schnell und einfach erklärbar sein. Also Lama solltet ihr dieses Jahr definitiv mit in euren Koffer packen. Spiel Nummer 2, ebenso einfach und simpel zu erklären, ist Skyjo. Oder Skyjo, ich weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Skyjo ist ein Karten Deduktionsspiel, kann man nicht ganz sagen, weil man verliert nicht unbedingt Karten. Das kann zwar passieren, ist aber eigentlich nicht Hauptgrund des Spiels. Ziel ist es, 12 verdeckte Karten umzukehren. Das heißt, zu wissen, was da drunter steht und den Wert. Wir haben hier Zahlen von minus 2 bis plus 12 in Summe so niedrig wie möglich zu halten. Hat ein Spieler all seine 12 Karten umgedeckt, endet das Spiel nach einer weiteren Runde mit allen und es werden dann die Punkte gezählt. Wer nach mehreren Runden über 100 Punkte hat, hat das Spiel verloren, beziehungsweise der mit den wenigsten Punkten hat das Spiel gewonnen. Der Reiz bei dem Spiel ist auch hier die niedrige Einstiegshürde. Man hat eigentlich nur 3 Aktionen in seinem Zug. Das heißt, ich ziehe mir eine Karte, guck sie mir an, ob ich sie gebrauchen kann, baue sie entweder bei mir rein, das heißt, ich nehme eine verdeckte Karte oder eine offenliegende Karte und tausche sie damit. Ich ziehe mir eine Karte und sage, die will ich nicht, schmeiße sie auf den Ablagestapel, drehe dafür eine verdeckte Karte um. Oder aber ich nehme die oberste Karte vom Ablagestapel und tausche die gegen eine x-beliebige Karte aus meiner Auslage. So, das machen wir reihum, wie gesagt, bis einer dann durch ist. Ist sehr emotional, weil das ist natürlich unheimlich viel Glück dabei. Emotional, weil man nimmt eine Karte und denkt, wo, da habe ich jetzt eine 3 genommen, die recht niedrig ist. Tausche die von mir aus dann gegen die minus 1, da ist natürlich das Gelächter am Tisch groß. Der nächste nimmt dann die minus 1, tauscht die von mir aus gegen eine minus 2 oder was auch immer. Also viel Emotion am Tisch. Ich habe das in vielen, vielen Gruppen jetzt schon gespielt und danach hat es sich jeder gekauft und war eigentlich auch perfekt im Urlaub letztes Jahr schon, wo viele Familien das Ding mitgenommen haben. Also auch super mit Kindern zu spielen. Kommen wir zum Spielthema, Oberthema Gesellig. Da habe ich jetzt 4 Spiele hineingepackt. Ziel bei Gesellig ist zum einen größeren Teilnehmerkreis, also bis auf einen sind die 3 darauf ausgerichtet, eben zu unterhalten. Und zum anderen steht eigentlich so das Miteinanderspielen, das Miteinandererleben halt im Vordergrund und weniger das unbedingt gewinnen wollen. Wobei das passt nicht ganz zu dem ersten Spiel. Tempel des Schreckens, das ist ein Spiel von Schmidt-Spiele, was vor 2-3 Jahren herausgekommen ist. Hier gibt es verteilte Rollen am Tisch. Wir haben einmal die Schatzwächter, die unbedingt verhindern wollen, dass die Entdecker, das ist die zweite, der zweite Charakterbereich, Schätze entdecken. Und wir haben eben dementsprechend werden Rollen verteilt. Es werden anschließend an jeden Spieler 5 Karten ausgegeben. Und einer fängt an und sagt so, ich möchte bei dir hier die Karte X haben.
Die Spieler konnten sich die Karten, die sie vor sich verdeckt liegen haben, einmal ansehen, müssen sie dann mischen. Das heißt, sie wissen zumindest über die Zusammensetzung und sie wissen natürlich ihre Rolle. Das heißt, die Abenteurer wollen möglichst alle Schätze ausheben, während die Wächter eben halt das verhindern wollen und möglichst eben die Feuerfallen oder die Abenteurer in die Feuerfallen hineinlocken wollen. Ja, und so geht das hin und her und das Ganze funktioniert sehr stark über so ein bisschen Trash-Talk, dass man halt den anderen ausfragt, wer bist du dann? Die Abenteurer wollen sich natürlich zu entdecken geben, gleichzeitig werden die Wächter immer sagen, jo, ich bin auch ein Abenteurer, werden dann kein großes Interesse daran haben, eben halt sich zu entdecken zu geben und das spielt man über 4 Runden, bis dann entweder alle Schätze gefunden sind oder eben halt auch nicht. Wunderbar, sehr viel Gelächter am Tisch und wenn man sich darauf einlässt, ein sehr starkes kommunikatives Spiel. Just One ist auch auf der Nominierungsliste, das heißt, das habe ich auch hier mit hineingenommen und um es vorwegzunehmen, Werwörter habe ich auch mit auf die Liste gesetzt, das heißt, alle 3 nominierten Kandidaten würde ich auch mit in den Urlaub nehmen, weil sie doch sehr gesellig und sehr angenehm sind. Das Just One, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht viel groß mehr darüber zu erzählen. Das kennen die meisten. Hier geht es darum, reihum einen Begriff zu erraten und das eben mit der Hilfestellung eines weiteren Begriffs. Das heißt, ich suche jetzt beispielsweise das Wort Hütte und irgendeiner schreibt Alm drauf, der nächste schreibt Holz drauf. Das wird auf so einen Plastikschirm geschrieben mit abwischbaren Stiften. Dann vergleicht die Gruppe, dass es keine Doppler gibt. Doppler werden nämlich komplett rausgenommen. Und jetzt muss derjenige, der raten muss, dann aus den verbliebenen Begriffen herausfinden, was ist sein Wort, das verdeckt vor ihm steht. Schafft er es super, dann hat die Gruppe einen Punkt. Schafft er es nicht, dann hat die Gruppe eben Minuspunkte. Und so geht das dann reihum, sodass jeder in der Regel 2-3 Mal dran ist mit dem Raten. Es ist auf 13 Runden ausgelegt. Meist bleibt es nicht bei 13 Runden, weil man will mehr spielen, weil einfach der Spaß zu groß ist. Ja, also Just One hat mich überzeugt, ist mein persönlicher Favorit, wobei ich mittlerweile denke, dass das nächste Spiel fast gewinnen wird, nämlich Werwörter, ist von Bézier Games, ist jetzt bei Ravensburg erschienen und ist sehr stark an das Werwolf-Spiel angelehnt. Hier werden auch Rollen verteilt, das passiert über Pappkarten, die im Vorhinein verdeckt an jeden Spieler ausgegeben werden. Und es gibt den Werwolf, der eben halt verhindern möchte, dass das gesuchte Wort gefunden wird. Es gibt die Seherin, die der Gruppe helfen will. Die beiden kennen nämlich das Wort. Es gibt die Dorfbewohner, die das Wort in der Regel nicht kennen. Und es gibt einen Bürgermeister, der Fragen beantwortet. Der Bürgermeister kann allerdings sowohl die Werwolf, die Seher, als auch die Dorfbewohnerrolle annehmen. Und der Bürgermeister guckt sich am Anfang 1, 2, 3, 4, 5 Wörter, je nach Schwierigkeitsgrad an, wählt dieses. Und das Gleiche dürfen dann nacheinander die Seherin und die Werwölfe ebenfalls tun. Und dann muss die Gruppe Fragen stellen. Und die dürfen nur mit Ja, Nein, Vielleicht beantwortet werden. Und dafür haben wir nur 4 Minuten Zeit, wobei die Zeit auch nach unten korrigierbar ist. Und das hat so ein bisschen was von Montagsmaler oder Stadtland Fluss, wie auch immer, bis die Gruppe das eben halt rausgefunden hat. Hat die Gruppe es rausgefunden, hat der Werwolf noch die Möglichkeit, die Seherin zu entladen, um zu gewinnen. Hat die Gruppe es nicht rausgefunden, dürfen sie aber vielleicht die Werwölfe herausfinden. Wer hat also am meisten dagegen gearbeitet, obwohl er den Begriff kannte? Und auch hier ist ein Taktieren, rausfinden, also das macht echt tierisch viel Laune. Sind aber alles 3 Spiele, also Tempel des Schreckens, Just One, Werwörter, die eigentlich ab einer Besetzung von 5 oder 6 Leuten erst so richtig Spaß machen, darunter eher nicht. Hierfür ist dann in geselliger Runde auch das Spiel Farben geeignet, was ich auf meine Liste gesetzt habe. Farben ist bei der Edition Spielwiese herausgekommen und ist ein Spiel, was sowohl unterhält, was aber auch so das Kennenlernen deutlich forciert. Wir haben verschiedene Farben und müssen einen Begriff, den wir dann vor uns haben, eine Farbe, diesen Begriff zusortieren, müssen dabei aber auch eine kleine Geschichte erzählen. Und das machen wir so nach und nach mit verschiedensten Begriffen, bis 10 Begriffe dann dort liegen. Und dann muss die Gruppe reihum sich einen Begriff nehmen oder eine aus der Gruppe und diese Farben den Leuten wieder zurückzuordnen. Idealerweise hat er die Geschichten behalten. Man kann erfundene Geschichten nehmen, man kann aber auch reelle Geschichten nehmen. Und das Tolle an der Nummer ist, dass man wirklich wahnsinnig viel über sein Gegenüber erfährt und eigentlich perfekt für den Urlaub mal
wenn man mit Freunden irgendwo hinfährt, sich dort auch noch mal ein Stück näher kennenzulernen. Ja, das war der gesellige Teil. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der Rest ungesellig ist, aber da geht es dann doch ein bisschen mehr noch zur Sache und das wäre jetzt hier das Thema zu zweit. Hier habe ich das Thema Patchwork und Patchwork gibt es in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Patchwork ist ein ja, Plättchen-Legespiel, hatten wir ja ganz viele in letzter Zeit, aber das ist eigentlich so in Anführungszeichen der Urvater der Plättchen-Legespiele, zumindest der neueren Generation. Davor gab es sicherlich auch schon das ein oder andere. Hier gehen wir in Knöpfen, das ist so eine Art Währung und Zeit, das ist die andere Währung, auf einer Schneckenspirale vorwärts und müssen uns Teilchen nehmen, die wiederum zusätzliche Einkünfte bringen, aber eben halt auch Geld kosten. Und nach einer bestimmten Anzahl von Runden, das wird über die Zeitspirale dann gemessen, ist das Spiel zu Ende. Und wir gucken, wie viele Plättchen wir, also wie viele Knöpfe wir denn erreicht haben. Denn die Knöpfe, also die Einkommensphase sind dann am Ende unsere Siegpunkte und von denen werden dann noch die nicht befüllten Felder abgezogen. Gibt es in der leichten Variante als Express, würde ich für Einsteiger absolut empfehlen, oder in der fortgeschrittenen Variante, das ist das ursprüngliche Basisspiel. Wer es etwas komplexer mag, das ist das Feld halt ein bisschen größer, aber definitiv super geeignet, wenn man da irgendwo zu zweit unterwegs ist. Wenn man es ein bisschen anspruchsvoller noch haben möchte, dann sollte man Seven Wonders Duel mitnehmen. Ist bei Repos erschienen und Seven Wonders Duel ist halt praktisch das Seven Wonders auf zwei Personen gemünzt. Hier geht es über drei Zeitalter darum, eben sein Gebiet auszubauen, Wissenschaft zu entdecken, Militär auszuweiten, etc. mit einem sehr interessanten Kartenmechanismus. Und da ist das Taktieren schon sehr, sehr weit hoch. Es gibt auch noch eine Erweiterung an der Stelle, die auch ganz gut ist, die das Thema Religion noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt. Also hat mir super gefallen. Seven Wonders Duel ist definitiv auch auf der Liste dabei. Wer mal ein bisschen mehr raten möchte, und dieses Spiel eignet sich sowohl zu zweit als auch zu mehreren Personen, würde ich Codenames Duet empfehlen. Es gefällt mir mittlerweile besser als das Codenames selber, was ja das Spiel des Jahres vor ein paar Jahren war. In Codenames Duet spielen wir aber nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Das heißt, wir versuchen uns gegenseitig die Begriffe zu erklären oder eben halt in den Gruppen dieses zu tun und Agenten aufzudecken. Und davon haben wir eben ein paar Doppelagenten, ein paar Nicht-Doppelagenten. Und so müssen wir eben halt uns auf diese Reise begeben, um diese Agenten herauszufinden. Und das funktioniert ähnlich wie bei Codenames selber, indem ich halt Wörtern bestimmte Oberbegriffe zusortiere, ja, um dann eben halt so viel wie möglich von diesen Agenten herauszufinden. Im Bereich Klassik habe ich drei Spiele. Und hier sind zwei dabei, da kann man je nach Ausprägung wie das eine oder das andere wählen. An erster Stelle habe ich jetzt mal hier Heckmeck genommen, ist bei Zoch erschienen vor vielen, vielen Jahren. Ein ganz tolles Würfelspiel, wo es darum geht, eben halt zu würfeln. So eine Mischung aus Can't Stop damit drin. Denn wenn man sich überwürfelt, muss man leider bisher genommene Würmer abgeben. Und das ist eben halt das Ziel. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von ja, Augen würfeln über unsere Würfel, müssen zusätzlich auch mindestens einen Wurm erwürfelt haben, um dann eben halt aus der Mitte, da liegen dann so die tollen, ich weiß gar nicht, was das für Material ist, ja, irgend so eine Art Plastik ist das, aber so ein festes Plastik, glaube ich jedenfalls. Ich bitte sonst eines Besseren belehren, die eben halt Zahlenwerte drauf haben. Da können wir uns dann dementsprechend einen Stein nehmen. Wir haben aber die Möglichkeit, bei unseren Mitspielern eben den obersten Stein jeweils zu mopsen. Und das Spiel wird so lange gespielt, bis eben in der Mitte keine Steine mehr liegen. Das ist aber nicht unendlich lange. Denn wenn es mir mal nicht gelingt, einen Stein ja, zu erwürfeln, dann muss ich einen bisher erwürfelten Stein abgeben und in die Mitte legen. Aber der steht dann nicht wieder zur Verfügung, sondern wird dann dementsprechend umgedreht, beziehungsweise der hinterste, sodass so nach und nach die Auswahl der Steine dann auch reduziert wird. Kann man aber auch schon ganz gut mit Kindern ab 8 Jahren spielen. Ist so ein bisschen auch Kopfrechnen. Also wer da noch ein bisschen edukativen Hintergrund im Urlaub haben möchte mit seinen Kindern, der wird da sicherlich seine Freude dran haben.
Ebenfalls mittlerweile schon fast ein Klassiker ist Skull King oder Wizard, je nachdem, wer das ein oder andere lieber mag. Ich würde mittlerweile Skull King bevorzugen, weil hier eben halt über die Piraten, die Meerjungfrau noch so ein zusätzlicher Kniff in das Spiel Wizard hineingekommen ist, wobei Wizard nach wie vor super ist. Wizard mehr so das ist der Klassiker, Skull King sicherlich ein bisschen aufgelockerter an der Stelle. Ist ein Stichbeat-Spiel, das heißt, wir kriegen aufsteigend Karten in der ersten Runde. Eine Karte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten. Das hängt dann immer von der Spielerzahl ab, wie viele Runden gespielt werden. Und wenn ich diese Karten auf der Hand habe, muss ich halt im Vorhinein sagen, von diesen, ich sage jetzt mal 7 Karten, werde ich 3 als Stich durchbringen. Ich wette dann halt auf diese Stichzahl 3. Schaffe ich das, kriege ich dementsprechend Punkte. Schaffe ich es nicht, kriege ich keine Punkte. Oder von, als Abweichung dann Minuspunkte auch, und so geht es halt darum, nach einer bestimmten Anzahl von Runden die meisten Punkte zu haben. Sehr, sehr schick gemacht. Je nachdem, ob man es etwas einfacher oder leichter möchte, würde ich dann Quicks und Quinto noch empfehlen, auch klassische Roll-and-Ride-Spiele. Quicks eher sicherlich für die Familie, auch wenn es mit den vielen Ergänzungsblöcken dort schon etwas komplexer auch geworden ist. Quicks würfel ich dementsprechend 2 weiße und 4 farbige Würfel und muss dann in auf- und absteigenden Reihen dann meine Kreuze setzen. Allerdings darf ich in die Reihe, wenn ich in einer Reihe beispielsweise ein Kreuz bei einer 10 gesetzt habe, darf ich dann nicht mehr Kreuze noch davor tun, also auf der 11 oder auf der 12, das heißt, die sind weg. Wer 5 Kreuze in einer Reihe hat, kann dann diese Reihe auch schließen. Sind 2 von den Reihen geschlossen, endet das Spiel und es werden die Punkte zusammengezählt. Wichtig ist allerdings, dass ich in einer Reihe möglichst viele Punkte mache, weil diese wie in einer Exponentialkurve halt deutlich ansteigen. Quinto ist ein bisschen komplexer. Hier geht es darum, auch Reihen eben halt voll zu machen und dann aus den jeweiligen Spalten dann Punkte zu generieren. Ist ein bisschen kniffliger, aber nicht weniger interessant. Ja, und dann bin ich eigentlich schon bei meinem letzten Spiel. Und das wäre im Bereich anspruchsvoll, wobei anspruchsvoll in Anführungszeichen zu setzen ist. Ich glaube, das Basisspiel war sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben aber jetzt hier das ebenfalls ein Roll-and-Ride-Spiel, das Würfelspiel. Und ich spreche hier von La Chantia, Ino Siesta insbesondere. Und das ist eben halt von Andreas Odenthal rausgekommen. Schöne kleine handliche Schachtel, die man super ins Gepäck hineinschleusen kann. Und da hat man dann auch ein bisschen was, wo es etwas kniffliger wird, ohne dass es jetzt gleich in eine wilde Grübelei ausartet. Aber es ist schon ein Tick anspruchsvoller, macht echt viel Spaß. Habe ich aber auch schon mit meinem 12-jährigen Sohn gespielt. Der ist allerdings etwas spielerfahren, also das geht dann halt auch ganz gut. Und mit in La Chantia würfel ich eben halt Würfel und nehme dann reihum da verschiedene Ressourcen heraus und versuche mit diesen Ressourcen dann verschiedene Sachen abzukreuzen. Das heißt, ich versuche Waren auf den Markt zu bringen, ich versuche Ställe zu füllen, ich versuche Dächer aufzuwerten, die mir dann Boni bringen, ich versuche Bonusmarker hineinzupacken, die mir dann beim Würfeln das Leben ein Stück weit erleichtern. Und so ist wirklich eine sehr, sehr schicke Umsetzung dort bei La Chantia entschieden. Ja, das waren meine 13 Spiele, aber ich tat mich dann doch schwer, diese Liste wirklich auf 13 zu halten, deswegen wären noch 2 on top dabei. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel, aber 2 sind dabei, die ich mir definitiv dieses Jahr auch mitnehmen werde. Und das eine ist, da freue ich mich schon richtig drauf, das liegt noch seit Essen bei mir herum, das ist Fountain of Youth, die Erweiterung zu The Lost Expedition. Vom Per Silvester bei Osprey Games erschienen, und The Lost Expedition fand ich total klasse. Das Spiel kann man solo spielen, wie aber auch mit mehreren. Hier sind jetzt Kampagnen drin, auf die ich mich echt richtig freue. Hatte ich aber seit Essen bisher keine Zeit. Und das zweite, was mich auch schon eine längere Zeit schon begleitet, ist das Welcome To. Hebe ich jetzt auch mal hier in die Kamera, weil es gerade hier liegt. Welcome To. Es ist auch ein schönes Roll-and-Ride-Spiel, und hier habe ich mir 2 Erweiterungen bestellt und hoffe, dass ich die ebenfalls ausprobieren kann. Da wird es aber links noch mehr Erweiterungen geben. Also das Welcome To wird wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit, also insbesondere die beiden Erweiterungen, ebenfalls mit ins Urlaubsgepäck wandern. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein paar Anregungen
Und schreibt doch mal in eure Kommentare, was ihr noch auf jeden Fall mitnehmen würdet. Das würde mich super interessieren. Vielleicht habe ich dann selber auch noch mal ein paar Anregungen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Urlaub. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns sicherlich zwischendurch. Bis dann, euer Christoph. Ciao.